Jetzt sind sie wieder überall in der Region unterwegs. Die närrischen Aberdubels, Piraten, Partyschäfchen und Faschingshäschen. Wir haben uns beim Kasseler Kostümverleih Ziege und Hayes nach den diesjährigen Trends fürs Verkleiden umgeschaut. Und wir haben einen klaren Favoriten entdeckt. Hoch im Kurs stehen die glitzernden 70er mit wildem Afro-Look und Disco-Brille. Wer sich unerkannt auf der Faschingsparty daneben benehmen möchte, kann sich mit einer Maske in das Tier seiner Wahl verwandeln. Mit Schminke und ein paar Accessoires werden aus braven Anzugträgern schneidige Seeräuber. Notfalls können die sich auch gegen aufdringliche Partybekanntschaften wehren. Insgesamt stehen im Kostümverleih an der Werner-Hilpert-Straße über 400 Verkleidungen zur Wahl. Mit der neu gefundenen Identität kann man sich auf fast alle Überraschungen einer Karnevalsnacht einlassen. Und vielleicht setzen die Kostüme ja sogar ungeahnte Energie frei für die eine oder andere durchtanzte Nacht.